Ich habe gestern einen Fallschirmsprung gemacht und ich fand es wirklich einfach nur mega beeindruckend. In diesem Video erzähle ich euch aber, wie mein Blutzucker das fand. Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video und heute geht es um meine Erfahrung beim Fallschirmspringen mit Diabetes. Ich habe nämlich gestern einen Fallschirmsprung gemacht und möchte euch heute mal erzählen, wie das in Bezug auf den Diabetes alles so abgelaufen ist. Und da fangen wir am besten ganz vorne an und zwar ist das gestern Morgen um 10 Uhr gewesen. Da sind wir nämlich hier losgefahren zum Flugplatz, der noch so etwas über eine Stunde entfernt gewesen ist. Vorher habe ich hier noch im Hause gefrühstückt und dafür auch ganz normal Insulin abgegeben, aber ich war anscheinend doch schon innerlich ein bisschen aufgeregt, da müssen schon Hormone irgendwie ausgeschüttet worden sein, weil ich habe ganz normal Insulin gespritzt. Ich habe mich in dem Moment eigentlich auch gar nicht angespannt gefühlt oder so, aber der Blutzucker hat halt gezeigt, er war schon konstant irgendwie hoch. Das heißt, ich vermute einfach mal, dass da schon irgendwie was ausgeschüttet worden ist an Adrenalin oder so. Ich kenne mich nicht aus. Auf jeden Fall war ich dann mit einem Wert nachher irgendwie so bei 250 am Flugplatz, habe gewartet, bis ich dann endlich in die Luft konnte und habe mich schon von Anfang an dazu entschlossen, meine Insulinpumpe eben abzulegen während des Sprungs, weil man ja, die kann ja irgendwie rausfallen oder so. Mein Sensor habe ich ganz normal dran gelassen, funktioniert auch immer noch problemlos. Das heißt, dieser Druckunterschied und so, das hat dem gar nichts ausgemacht. Da hatte ich zwischendurch einmal so kurz Angst, aber das ist jetzt alles gut gegangen und eigentlich wollte ich eben auch Traubenzucker dann noch mitnehmen, das wäre so das Einzige gewesen, was ich dann dabei gehabt hätte, hatte ich allerdings in der Jackentasche mit einem Reißverschluss, den man zumachen kann, nur diese Jacke, da hat der Fallschirmspringer dann, mit mir diesen Tandemsprung gemacht hat, hat dann gesagt, du brauchst die Jacke gar nicht, dann habe ich die da gelassen und nachher saß ich dann im Flugzeug, bin da hochgeflogen und dachte, ich habe jetzt doch keinen Traumzucker mehr dabei, aber es war eigentlich kein Problem, weil es bestand eigentlich zu keiner Zeit irgendwie das Risiko, dass ich jetzt unterzuckern könnte, weil ich bin dann so mit 250, habe ich die Pumpe abgelegt. Ich habe zwar noch mal ein bisschen Insulin vorher gespritzt, damit es nicht absolut ausufert, aber auf jeden Fall zu wenig, um das jetzt komplett runter zu regeln und dann wirkt ja auch noch mal Adrenalin, kommt ja noch mal dazu und dann ist es noch mal ein bisschen höher gegangen. So letztendlich war ich mal zwischenzeitlich auf 300 und bin dann wieder runtergekommen, was den Blutzucker angeht, aber vor allem erstmal nämlich aus der Luft. Es hat, wie gesagt, alles super geklappt, deshalb brauchte ich mir gar keine Gedanken machen und ja, dann konnte ich im Laufe des Tages das auch gut wieder runterkorrigieren. Innerhalb von 2 Stunden oder so nach dem Sprung war ich dann wieder irgendwie im Zielbereich, ja. Und so hat das alles sehr, sehr gut funktioniert. Das heißt, wenn ihr mal die Möglichkeit habt, solltet ihr das auf jeden Fall machen. Ich kann es euch wirklich nur empfehlen. Und der Diabetes ist da eben auch kein Hindernis. Hat letztendlich alles gut. Klar, wir waren halt ein paar Stunden mit etwas höheren Werten. Aber ich denke, das ist auf jeden Fall wert. Und dann hoffe ich, euch hat dieses Video gefallen. Wir sehen uns hoffentlich auch im nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao. Hat Spaß gemacht? Ja, war geil.